So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im LS22. Wir sind wieder auf der Multimap. Quatsch, Multimap sage ich schon. Wir sind auf der Land of Italy unterwegs. Man soll es nicht glauben, dass wir in Italien sind. Es schneit. Es ist Dezember, es schneit, ja. Warum auch immer. Ja, wir sind die Familie Raftzahn und wir sind wieder in einer neuen Folge für heute. Und ich schalte uns mal rein. Da geht es gerade um Aquarien. Ja, also Artgenossen oder Feindliche drin sind, dann ja, verjagen sie die. Also wir haben jetzt hier drei Weibchen drin, die spielen ein bisschen hin und wieder mal verfangen mit sich selber, aber sonst sind sie sehr friedlich. Hast du nur die Fische und hast da noch andere drin, oder? Ne, darfst du nicht mehr. Kampffische kannst du nicht mit anderen zusammentun. Ich wollte gerade es gibt schon welche. Nee. Wer dann noch? Also wenn du bei Kampffischen da andere reintust, die machen die kaputt. Okay. Deswegen also dann auch der Nachbar zum Beispiel Garnelen mit drinnen und das macht nichts aus. Welche Art du hast? Ich glaube, vom Kampffisch jetzt. Ja, genau. Keine Ahnung, was für ein Kampffisch das der hat. Also, die Art, die ich habe von den Kampffischen, die vertragen dich nicht mit Garnelen. Die würden sie anfressen. Was hast du denn da? Wie heißen die? Also, nicht namentlich, sondern, was sind das für welche? Gattung. Beta. Nicht Tom und Jerry. Beta-Kampffische. Beta-Kampffische, okay. Die fressen auch kein anderes Futter. Ich muss für sie immer das von Terra, das Beta holen. Da Schrimpf drin und alles. Da wollen die ab und zu auch mal richtiges so. Die kriegen von mir Mückenlarven. Mückenlarven. Frische dann oder wo ist die dann gefroren? Nee, gefrorene habe ich. Das tut dann Würfel, die Schokolade raus. Und getrocknete. Ich finde das immer nur so schön, wenn sie ihre Flosse aufstellen und dann die volle Pracht da zeigen. Ja, ich glaube, das ist dann imposant, ja. Sind sie halt Angeber, ne? Aber so sind das eigentlich ganz liebe. Ja, wie sollen sie das denn? Also aggressiv sind sie nicht. Die verstecken sich gerne. Einer versteckt sich ständig hinter der hinter der Wasserpumpe. Andere versteckt sich dann irgendwo im Grünzeug. Cool. Siehst mich nicht. Nein. Und manchmal hat man sogar Pech, wenn man dann hier zu Besuch ist, sieht man nur einen, nicht alle. Und wir haben jetzt lange Zeit nur zwei gehabt. Die haben sich gegenseitig immer hin und her gehetzt. Dann haben wir den dritten hinzugezogen, das hat sich wenigstens entspannt ein bisschen. Okay. Das gibt's ja nicht, hey, mit dem Leck sitzt, mag ich gleich nicht mehr. Das Einzige, was ich habe, ist, dass mein Steam immer instabil gezeigt wird. Ja, welcher Steam? Nein, mein Stream. Also. Stream? Ja, er zeigt die ganze Zeit instabil, ich gucke aber auf OBS, alles in Ordnung. Muss wohl von Twitch-Seite sein. Na gut, ist halt Freitagabend, ne? Feiertag, ja. Deutschland. Da sind wahrscheinlich viele unterwegs heute Abend. Ja, glaube ich auch. Die streamen und LS spielen. Ich denke mal, das wird schon ein bisschen ausmachen, dass die Server halt extrem unter Last stehen. Ja. Ich habe eben nur einmal den Stream neu gestartet. Aber... Ich bin froh, dass es heute wieder klappt, wieder richtig. Nach langer Zeit hin und her, wie ich das Problem beheben konnte. Welches denn? Das da war die ganze Zeit von OBS das Problem. Okay. Also ich kann jetzt nicht mehr die größten Spiele direkt live streamen, wie ich das früher manche. Aber ich habe ja gar nicht mehr so große. LS läuft wieder flüssig. Okay. Ja, das ist doch schon mal gut. Ich hatte mal zeitlang auf beiden gestreamt, YouTube und Twitch gleichzeitig, aber das kannst du in der Pfeife rauchen, das funktioniert nicht gut. Das hat nicht gut funktioniert. War beides nicht recht.
Nee, ich streame. Ich bin froh, dass ich wieder nach Twitch zurückgewechselt bin. Ja, du hast das mit dem Kick probiert, da, gell? Mhm. Einfach weil Twitch hat eine höhere Reichweite. Mhm. Ach, da, ja. Das, was ihr sonst da spielt, wie heißt, mir fällt es gerade nicht ein, Minecraft, habt ihr da auch? Da haben wir keine Livestreams gemacht. Nee. Da haben wir keine gemacht. Also hin und wieder haben wir mal welche gemacht. Du bist ja schwer, Hartmut. Ja. Eieiei. Hast du gerade die deine Sonnenblumen einzeln ausrupfen? Oder? Na, warum? Treibst? Hört sich so an. Schwer zu stöhnen hier. Weil mir das nervt jetzt dann, weil du kannst seitlich nicht abkippen. Ja. Jetzt überlege mal, wenn du dann Deichsel hast. Deswegen mag ich die Dinger nicht. Ja nicht, mittlerweile. Ich glaube, ich werde sie dann austauschen. Ich weiß, warum ich die Deichsel nicht mag. Jetzt wird es aber richtig heftig hier mit dem Schnee. Und ja, dann nur dazu mit die Legs. Gib jetzt ab, du Erbär. So. Weizen, Gerste, Hafer. So, komm hier so. Müsste sie alle gekalkt haben. Ich habe so viel aufgeschrieben, was ich halt machen wollte. Was mache ich? Immer noch auf meinem blöden Feld rum. Nichts anderes als auf diesem blöden Feld rumhandeln. Sag Zement nochmal. Ich will es nicht alles machen. Ich wollte meine Kühe mal versorgen. Und dann wollte ich die Rollen mal vom Feld holen, bevor sie da einstauben. Da wollte ich mir nur. Das Gras, wie der Hecher gewachsen ist, wie die Rollen. He? Ja, da wollte ich nur 8 Hühner holen, da wollte ich meinen Mist und meine Gülle einlagern. Mhm. Und was mache ich? Ich rede auf dem blöden Feld rum und Gülle und du hier erst einmal bloß. Rupern. Mhm. Ja, du. Ja. Ja. Und da steht die Ansaat noch an. Und da muss er noch Unkraut vernichten. Mhm. Das Feld ist gar nicht mehr so klein. Das zieht sich. Das glaube ich. Das 35er ist echt nicht so klein. Also doch ein bisschen unterschätzt. Also auf der Karte noch so schön klein aussehen, ne? Und dann. Ja, ja, das 35er ist echt nicht klein. Also da hast echt zu tun. Das andere, das ist okay. 34er. Aber das Was Sache ist, dass diese Karte nicht gut für große Maschinen geeignet ist. Richtig. Oh, die großen Felder, da rödelst dich halt so doof, wenn du da so kleine 3-Meter-Teile ist, geht gar nicht. Jetzt wohl über den 7,5 Meter. Oh, liebe Leute, ich werde mal. Gehst schlafen? Tschüss. Und so. Genau. Na dann. Bis bald, sagen. Gute Nacht, schlaf gut bei deinen Schweinchen. Gute Nacht, schlaf gut. Jo, schauen wir mal. Alles klar, Hartmut. Bis ja. Danny. Dann. Tschüss. Ciao, gute Nacht. Gleich ist geschafft. Eieiei. Nur geht's ja gerade weiter. Ansand. Wie viel mehr? Hat es nicht letzte Folge auch noch gedrescht? Gehäckselt, die Sonnenblumen? Ja. Richtig. Also, vor 2 Wochen. Mhm. Das letzte Mal haben wir noch gedroschen. Beziehungsweise gehäckselt und die sind ja jetzt im. Ja, das kann ich auch noch rausholen. Kann ich gleich ein nächstes aufschreiben. Ah, Silage. Im Fahrsilo. Ich sehe schon seine Liste am PC. 5 Meter lang. Ja, der wird immer länger.
Nichts wird abgehakt. Das wollten wir alles fertig machen. Ja, ich bin aber noch irgendwie auf dem Feld. Ja, wie wir noch im Feld zugange. Das hätten wir eigentlich machen wollen. Ich mach keinen Plan mehr. Ich gib's einfach auf. Die Kälber brauchen auch bestimmt Milch. Kann sein. Ich kenne deinen Hof nicht. Aber ich. Ich weiß, dass die. Ich weiß nur, dass der verflucht ist. Ich weiß schon, es ist schon welche. Warum? Hm? Warum ist der verflucht? Weil er für alles nicht so klappen wollte bei den heiligen Folgen. Ich glaube, irgendwann habe ich mal drunter geschrieben. Der Hof, der Kuhhof ist verflucht. Ja, das hast du mal drunter geschrieben, das stimmt wohl. Da vorne ist eine Tankstelle gewesen, gell, weiß ich. Muss mal tanken gehen. So, Grobo zurück. Ach ja, die vielen Ballen. Schön liegen sie da. Eigentlich müsste ich sagen, der Pferdehof ist verflucht. Der ist total verflucht, die Pferdchen, ne? Mhm. Vor allem das Reiten. Ja, ja. Ich mach da keine Reitung mehr. Das hat uns ja mal richtig was zerschossen hier. Mhm. Ich tisch die jetzt heran und lass sie danach geschlachten. Mach daraus Pferdesalami. Ja, in Italien ist ja das gang und gäbe da. Macht man sowas sogar. Früher auch hier in Deutschland hat man auch früher mal Pferde geschlachtet. Hat man ja, klar. Besonders wenn man den rheinischen Sauerbraten essen wollte. Der war mit dem gemacht, oder wie? Der echt? Wurde mit Pferdefleisch gemacht. Okay. Der echte rheinische Sauerbraten ist aus Pferdefleisch. Ach je. Also, ehrlich gesagt, Sauerbraten ist nicht so ganz meins. Muss auch nicht jeder seins sein. Aber viele denken immer, der bestand nur aus Rind. Nee, der war früher Pferd. Und da gibt es noch eine. Die Frikandel. Was ist das? Die Fleischrolle aus Holland. Kenn ich nicht. Frikandel. Auch halt, ich wollte tanken. Wolltest du tanken? Nee, in Holland musst du nur sagen Frikandel, nicht Frikadelle, weil sonst kriegst du... Fleischrolle, die wir hier in Deutschland unter Fleischrolle kennen, die wird auch aus Pferdefleisch gemacht. Also teils. Okay. Ich habe da gar nichts gegen. Pferd ist ein sehr leckeres Fleisch. Nö, ja, ich hab's lieber auf der Weide stehen. Und guck sie mir an. Ehrlich gesagt. Der steht bei mir. 4 Fohlen. So, jetzt sitze ich mir mal ins Auto hier rein. Ein Trecker. Draußen ist kalt. Fürchte die Ohren hier. Bei dem Sauwetter. Mhm. Leonard, bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch da, keine Sorge. Oder bist du am Steuer eingepennt? Na, ich doch nicht. Ja, ich weiß nicht, also ruhig. Der ist sowas von tief verfolgt. Ja. Concentrated. Nicht, dass du dich in deinen eigenen Ballen eingewickelt hast inzwischen. Noch nicht. So. Noch nicht. Jetzt ein neuer Versuch. Endlich die Liste abzuarbeiten. Ja, jetzt versuche ich nochmal anzusehen. Mein Mais. Ein neues Versuch. Oh Gott. So wird es nichts mit Ankuppeln. So wird's nix. Ja. Peter, voll und zu. Er muss gerade warten, bis seine Wicklung fertig ist.
Ich habe keine Ahnung, wie viele Beine schon wieder rumfliegen. Zu viele. Sichtliche Probleme hier. Ein 870er mit der Trash, mit der Sämaschine hier. Mhm. Ja. Was hast du denn für eine? Kornmaschine da. Von was ist das denn? Die zweite von links war das, glaube ich. Mit dem Teil vorne dran. Die Kuhn. Ist das eine Maxima 3 Ti? Ist das die, die über fast 350 PS fängt? Weiß es gar nicht. Braucht die so viel, echt? Es gibt eine, die braucht ziemlich viel, obwohl es eine kleine ist. Ich habe den Tank noch vorne dran. Ist nicht die Maxima 3 Till, ne? Oder ist das die? Doch. Ich vermute mal, das wird die sein, ja. TIE. Maxima, nee, die braucht 3. Nur 150 PS. Das ist ja eigentlich können, aber gut, da geht es ein bisschen berghoch, aber trotzdem. Warum hast du die Querneland nicht genommen? Die hat 9 Meter. Die habe ich vom Dings ausgegeben. Ach so. Aber stimmt schon, das nächste Mal nehme ich die andere. Natürlich für das Feld hier. Also die Querneland ist noch eine große, die wenig PS braucht, weil die Kilze, die brauchen schon 300 PS. Und die hat auch, also... Die ganz, die Blue Drift, die kannst du sogar gleichzeitig mit Flüssigdünger füllen. Okay, das heißt, die kann schon mal ein bisschen mehr. Mhm. Braucht 350 PS. 350? Mhm. Gut, ich habe 295. Ob der Teil ganz so potent ist oder doch noch nicht. Dann habe ich mich aber vertan. Dann ist das, glaube ich, die Kühne bei den Saatmaschinen. ...220 PS, genau. Ne, es war doch die Kühne bei der Saatmaschine, die über 300 PS braucht für eine kleine. Bei den Saatmaschinen, also nicht bei den einzelnen. Nee. Habe ich mich vertan. Okay. Aber ich sehe es hier nicht ein, mit 6 Meter zu arbeiten. Dafür sind mir die Felder einfach hier zu eng. Eher mit was kleinerem oder was? Ja, bei mir ist es bei dir kleiner, halt, ja, sinniger. Okay. Ja. Jetzt auf dem großen Feld hier macht es echt keinen Sinn. Also. Nee. Bei mir doch definitiv nicht. Das ist ja blöd hier. Sei denn, jetzt holen wir mal Feld 1. Ja, so ist das hier. Ja. Gut, halt vor dich hin hier, ne? Aber Gemütlichkeit. Ja. Jetzt ist doch heute auch ziemlich ruhig. Bei allen, glaube ich. Ja. Total. Das ist komplett entspannt, also. Da ist überhaupt nur einer drin. Den kennst du sogar gut. Mhm. Der war, glaube ich, zweimal sogar da.
Ja. Wer war da? Ach, geht's um diese Person, Skiffy, das mit dem Fischen die ganze Zeit schreibt. Mhm. Fischen? Ich mich schreibst du eine Person, die wir beide kennen, Skiffy. Meinst du, fragt ihn, nee, bei mir in Holchat war heute außerhin wieder mal einer zu Besuch da, aber sonst niemand. Okay, weil er schreibt mir die ganze Zeit an, ja, wo bleibt mein Fisch? Wo denke ich, ich gebe doch keine Fische, ey. Was ist denn mit Fische? Ja, der fragt sich, keine Ahnung. Ich soll auf die Hof Bergmann gehen, er kriegt da Fische. Da kann er Fische ärgern. Das ist der, der auch immer gerne Quark macht? Ja, genau, der. Ist eigentlich schon ganz netter. Eigentlich. Das hat man das letzte Mal schon, wer mit dem eigentlich? Da war was. Naja, also gestern hätte man mich nicht mit einer Kneifzange anfassen können. Der hat mir die Fische, oder was? Nee. Dich? Nicht. Ich merke immer selber, wenn ich krank bin, dann bin ich ziemlich schnell mieser Laune. Okay, ja gut, ist vielleicht normal, dass man dann nicht ganz so gut gelaunt ist, wenn man kränklich wird. Naja, muss ehrlich sagen, musste glaube ich heute Morgen habe ich eine Kopfschmerztablette genommen, um überwegs noch ein bisschen länger zu schlafen. Und über Nacht hatte ich Vicnebinid reingenommen. Okay. Also damit habe ich jetzt so ein bisschen die Erkältung in den Griff bekommen. Mhm. Ja. Ja, ist doch gut. Und dann hast du noch die Pille Schwaberbleier gemacht heute Nachmittag. Dann hast du dich genau bereinigt. Genau. Einmal Scam. Mhm. Mit seinem Auto. Mit dem Auto, ja. Du. Erstmal finde ich überhaupt nichts und dann finde ich gleich drei Stück. So ein verrücktes genau Spiel. Ich weiß nur, dass ich habe dann den VW, wo du ihn gefunden hast, noch mitbekommen. Dann bin ich irgendwie weggenickt durch die Tablette. Ja. Als ich wieder kam, hat es so als Start fuhrst mit dem Auto umher. Da habe ich gedacht, okay. Ja, okay, da hatte ich das schon. Ja, so kann es gehen. Aber nicht mit dem Wolfswagen, ne? Ist auch cool. Wolfswagen. Was war ich? Wolfsjahr oder und so, ne? Oh. Das ist bestimmt VW gewesen. Ja, natürlich. Durften aber nicht die Namen verwenden. Ja, richtig. Man muss ja auch die Rechte dafür haben. Genau. So, Juhu, fällt auch, dass er endlich mal fast gleich abarbeitet. Ja. Gut. Ich hoffe nur, dass ich vor dem Sprung ins neue Ding noch hier das fertig bekomme. Das neue Jahr oder was? Nee, das fällt, bevor wir wieder einen Monat rüberspringen. Ich bin es leider gewohnt, dass ich drei Tage in der Season spiele. Mhm. Aber wir haben ja gar keine Season in dem Fall. Genau. Das heißt, die würde der mir zu schnell sonst wachsen. Da brauche ich viel Dünger hier. Ja. Auf dem kleinen Feld hier. Der haut Zeugs raus, das ist ja Wahnsinn. Mais, ne? Was hast du da für ein Gespann dran? Ja, ich habe da vorne so ein Auffüllzeugs da. Du dein zusätzliches Saatgut oder Dünger ist da vorne mit drin. Und hinten halt die Einzelkorn-Saatmaschine. Aber ich bin jetzt einmal rum, mache jetzt eine zweite Bahn. Und jetzt ist das Zeug fast schon alles wieder leer. Dann werde ich ja arm. Und vor allem brauche ich 100 Jahre mit dem kleinen Ding. 2000 Jahre später. Was hat's denn? Also ich glaube, da werde ich ja nie fertig. Anfang von 20 Uhr hatte ich vollgetankt. Ich habe jetzt nur wieder drei Viertel nur noch drin im Tank. Okay. Dabei haben wir doch gar nicht hoch eingestellt. Na, ich habe schon wieder 11,5 Arbeitsstunden auf dem Traktor drauf.
es an sich noch wenig ist, was wir eigentlich auf der Rade hatten. Was wird so. Denn die Mietkosten? 8000. Okay. Ja, ich versuche gerade irgendwie zu überleben, dass ich meinen Kredit abbezahlt bekomme und wieder Geld reinkriege. Okay. Mhm. Was hast du noch? 76.315. Hm. Also auf mein Sold, meinst du jetzt Kreditzinsen? Ja, Zins, allgemein Kredit halt, 76.000. 170.000 muss ich noch bezahlen. Oh. Hatte ich mir eigentlich nur besorgt, weil ich was dringend, weil ich ein größeres brauchte und ja, jetzt hast du dann den Mod draufgetan, ich konnte es nicht mehr rechtzeitig runterbauen. Wie meinst? Ja, nochmal mit Geld nochmal zurückzuzahlen. Da war der Kredit schon. Ach so, mit den Kreditraten da jetzt, dass das neu drauf kam, ja. Da konnte es leider nicht mehr bezahlen. Hm. Ist egal, ich kann damit leben. Aber abzahlen kann man es doch jetzt auch noch, oder? Naja, man kann mit Sondertilgung kommen. Und er zahlt das ja automatisch ab. Der Betrag geht ja hinten immer weiter runter. Mhm. Ich überweise ja nichts, das zieht ja immer von meinem Sold ab. Finde okay. Ich irgendwie gut. Den Mod habe ich auch auf meinen Server geladen. Das ist ganz praktisch, ne? Wenn man da einen Kredit aufnimmt. Mhm. Weil das ist eigentlich so richtig. Du bezahlst ja mit den Raten die Kredit, die Raten die Sache zurück. Mhm. Weil es eigentlich früher, man hat glaube ich nur die Zinsen gezahlt, aber der Betrag ist glaube ich nicht zurückgegangen. Genau, oder? Du hast immer die Zinsen bezahlt und da hat nie was zurückgerechnet. Erst dann, wenn du was zurückgezahlt hast. Also den Kredit finde ich ziemlich gut, diese Methode. Das ist ganz praktisch. Ja, das ist wirklichkeitsgetreu einfach. Oh, ein bisschen später, 27 Minuten. Ja, meine Lieben. Spezialfolge extra lang. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ja, das war's mal wieder für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, ich sag mal bis zur nächsten Folge. Ne? Bis dann. Macht's gut. Ciao.